Halleluja. Ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Mein Name ist Bambi und ich diene dem Herrn im Gesang und auch im Wort. Und ich möchte euch begrüßen mit den Worten, wo es heißt aus Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wie wunderbar ist es doch, den Herrn zu loben, ihm zu danken, ihm zu Lob singen, ihn zu preisen. Doch oftmals fällt es einem nicht leicht, denn man kommt in verschiedenen Situationen im Leben, wo es einem nicht zumute ist, zu singen, zu danken, zu loben und zu preisen. Doch gerade da will dir der Herr sein Heil zeigen. Wir lesen im Wort Gottes, in Apostelgeschichte 16, Vers 23 von Paulus und Silas. Und da heißt es, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Amen, Halleluja. Wenn du den Herrn lobst, ihn preist, ihn anbetest, werden ungeahnte Mächte freigesetzt. Der Herr ist groß. Und ich sage es von ganzem Herzen, es ist nichts unmöglich für unseren Herrn. Der Herr wartet auf dein Lob, auf dein Dank, auf deine Stimme. Singe für den Herrn. Lobe den Herrn, preise den Herrn und du wirst sehen, der Herr zeigt dir sein Heil in wunderbarer Weise. Amen. Nun, ich durfte eine neue CD aufnehmen durch die Gnade des Herrn und der Herr hat mir neue Lieder geschenkt und ich wünsche dir mit diesen Liedern viel, viel Gottes Segen. Teile diese Lieder. Singe diese Lieder und nun lasst sie uns gemeinsam singen, um dem Herrn zu loben und zu preisen. Amen.